Joko, du bist ein echter Sportfreak, gell? Kommt drauf an. Also persönlich jetzt nicht so. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich viel Sport mache, falls man das... Fußball, Formel 1, weiß Bescheid. Fußball, Formel 1, würde ich mich für relativ belesen halten, falls man das belesen nennt in dem Kontext. Gut, er liest also Kicker, da freuen wir uns. Und er würde wahrscheinlich alle Fragen beantworten können, wenn ich nicht konjunktiv meinen Joker zöge. Ja? Es fällt alles auf dich zurück, was du uns angetan hast. Wenn wir dreimal gedacht haben, jetzt wird's heiter, dann wurde es bitter, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie jetzt die bessere Hälfte von Joko Winterscheid. Es wäre mein Günther Jauch, in seinem Fall ist nein. Es Klaas Häufer. Umlauf! Oh nein! Hallo! Hallo, guten Tag, guten Abend! Hallo Thomas, danke! Hallo, ja, Joko, hallo Palina, hallo Elias! Hallo Thomas Gottschalk! Herzlich willkommen! Also, ich kenne ja die Joker-Regel, ne? Also, wenn du mich fragst, Formel 1 und Fußball, kann ich dir eine Sache sagen, wenn sich einer damit nicht auskennt, dann dieser Mann, falls er was damit zu tun haben sollte, habe ich jetzt nicht so richtig Bock. Aber schön, dass du hier bist, Klaas, in meiner... Finde ich auch. Ja, ich freue mich mal meine Show, ich kann nicht mal sagen, schön, dass du in meiner Show bist. Nee, in deine wäre ich auch nicht gekommen. Ich wollte immer schon mal in der Show sein, die Thomas Gottschalk moderiert. Ja, da haben wir noch einen weiteren Traum. Ja. So, also, mir haben Sie so ein kleines Männlein, so einen Fünfjährigen im Lederanzug geschickt. Ja. Der ja. hat mir die Nummer vermasselt, ja. weil er mich nicht verstanden hat. Und ich hoffe, dass ihr euch besser versteht. Ja, ihm haben Sie auch ein kleines Männlein geschickt. Der hat ihm aber viel gebracht in den letzten Jahren. So, ach, Leute, ich will doch... Ja. Wäre ich in der ersten Runde rausgeflogen, hätte ich mir diese ganze Sache hier gespart. Gut. Machen wir weiter? Ja. Bitte gerne. Ich bin gespannt. Mein Joker und deine sozusagen Assistenz geht in diesen Beichtstuhl. Und es ist so, dass du nur das beantworten darfst, was er dir zuflüstert. Ich werde Fragen zum Thema Sport stellen. Es kann ganz bitter sein, dass du eine Frage beantworten könntest, aber dass er dir was aufs Ohr legt, was dir gar nicht recht ist. Das wollen wir dann aber hören. Du musst die ganze Zeit das sagen, was ich sage. Auch die Herleitung. Also du hast praktisch keine eigene Formulierung mehr. Ich werde dir dieses Ding geben, das ist ein Knopf in deinem Ohr, den setzt du auf und nur ich rede und das, was ich sage, das sagst du einfach halt nach. Wie immer halt. Ja, so, du kriegst das hier mal. Ja. Das kenne ich auch, mir hört auch nie zu. So, und dann aber ich möchte dich ganz kurz daran erinnern, Klaas. Am Ende des Tages würde ich diese Show gerne zurückgewinnen. Ich möchte... Interessiert mich. Alabama, hör mir jetzt zu. Es ist nicht passiert, aber ich möchte, dass du das ganz kurz ernst nimmst. Ja. Wenn du jetzt hier einfach mir Quatsch aufs Ohr erzählst, ne? Ich brauche die Punkte. Palina führt knapp vor mir. Ich sage, was ich weiß. Palina führt knapp vor mir. Elias liegt meilenweit vorne. Klammer dich nicht an Palina. Naja, aber wir kommen ja auf die nächste Gewinnspiel. Egal. Hör mir kurz zu. Ich höre dir zu. Du musst mir die ganze Zeit jetzt gleich zuhören. Ich werde sagen, was ich weiß. Du musst buzzern. Vertrau mir einfach. Ich bin hier, um zu überraschen. Habe ich das richtig? Ich hab das noch nicht. Hast du gemacht. Siehst aus wie Tom Hanks. Ja. So, also. So, Klaas, ab in die Kiste. Ja. Und für euch beide, Palina und Elias, ihr habt im Grunde freie Bahn. Ihr könnt das antworten, was ihr für richtig haltet. Euch liegt niemand in den Ohren. Alles klar. Und buzzern wir? Oder? Ja, ihr buzzert. Okay. Okay. Wir machen ein Beispiel für Joko. Das ist ja mein Sorgenkind. Kann er einmal was sagen, dass ich sicherstelle, dass ich ihn... Also dann wäre es gut, wenn Joko jetzt auch buzzert, oder wie? Microphone check. Ja, genau. Microphone check. Microphone check. Ach, guck mal, in der Übersetzerkabine. Eine Frage habe ich noch. Eine Frage habe ich noch. Ja. Ist egal. Ja, finde ich auch. Ich hätte sie eh nicht beantworten können. So, also, bitteschön, Probespiel für Joko und Klaas. Ja, bitteschön. Darf ich denn freiwillig buzzern? Oder? Du buzzerst, wenn du es wüsstest, aber er kann ja dir sozusagen im Free-Flow irgendeinen Mist erzählen. Also, jetzt die Frage, die wir extra für euch als Probefrage aufgeschrieben haben. Aus welcher Stadt kommt der amtierende Fußballmeister FC Bayern? Er weiß es und jetzt muss Klaas eingreifen. Klare Sache.
Moment, ich hab's gleich. Moment, ich hab's gleich. Dingenskirchen da. Boah, bin ich dumm. Ah, bin ich dumm. Ich gehöre nicht ins Fernsehen. Ich habe Wettscheine am Telefon verkauft. Meine Güte. Hier, ich hab's, Werder Bremen. Ach, hier, ich hab's, Werder Bremen. Oh, oh. Oh, oh. Aus welcher Stadt kommt der amtierende Fußballmeister FC Bayern? Da die richtige Antwort wäre, Elias? München! Ja, sei froh, dass du keinen Klaas dabei hast. So, das war aber quasi ohne jede Wertung. Kann ja sein, dass Klaas dich nur ärgern wollte. Das macht er ja gerne. Bevor es losgeht, eine Sache muss ich noch mal eben sagen. Thomas. Ich bin ein Biber Bunzemann und tanze im Kreis herum viele Bummen. So, danke, das wollte ich gut schon immer mal sagen. War mir eigentlich immer klar. Ist das ein Schlachtruf? Das ist ein Schlachtruf. So, jetzt sind wir alle drei im Spiel. Das heißt eigentlich alle vier, weil du keine Stimme hast. Klaas spricht für dich. Okidoki, mein Freund. Okidoki, mein Freund. Mach ruhig, Klaas. Wie viele Spieler inklusive Torwart stehen bei einem Handballteam normalerweise auf dem Feld? Dann hat nee, bin ich leider nicht. Wer hat denn Elias hat gebuzzert. Sieben. Sieben ist richtig. Aber sechs du? Feldspieler und ein Torwart. So, wieder die nächste Frage. Ihr beide dürft und Joko möchte gern. Wie viele Punkte zählt beim Basketball ein Wurf von hinter der Dreierlinie, der ohne Ringberührung im Korb landet? Da hat jetzt Joko gebuzzert und mal sehen, was ihm der Kollege aufs Ohr legt. Quarimante, 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 Quarimoi. Caesate, Meritoni, Tre, 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 Tre. Das hat er wirklich gesagt, ja? Tre, Tre. Wir dürfen übersetzen, drei. Ja? Ja, ich weiß, ich meine, du hast doch die Fingerchen brav hochgehoben. Also gut, dann hat dir in dem Fall der Kollege kein Unglück gebracht, denn drei ist richtig. Er zählt drei Punkte. Es ist völlig egal, ob er den Ring berührt oder nicht. Das war nur eine Ablenkung. Und wenn der Treffer weder Brett noch Ring berührt, dann wäre es ein Swish. Aber musste man nicht wissen. Drei war richtig. Weiter geht's. Wie viele Punkte gibt ein Touchdown im American Football? Dann rate ich halt einfach. Ist doch auch schon egal. Dann rate mal, dann bist du. Fünf. Knapp daneben. Joko, war der nächste? Sechs. Moment, du hast doch nichts zu melden. Was sagt dir der Kollege? Du, Herr Gottschalk, ich muss mal pullern. Du, Herr Gottschalk, ich muss mal pullern. Bitte sprecht euch untereinander ab. Also, wenn Klaas 6 sagt, dann nehme ich das zur Kenntnis und er hat recht. Juhu, juhu. Er bringt dich auf 8 Punkte. Er bringt dich auf 8 Punkte. Damit haben wir 12 bei Elias, 8 juhu, bei dir, Joko, juhu, und 7 juhu, bei juhu, der Palina. Wie heißt die nächste Frage? Du, Herr Gottschalk? Das ist die vorletzte. Du, Herr Gottschalk, ich habe Sono auf Kasse 7. Wie heißt der amtierende Formel 1 Weltmeister? Ja. Na, Dings, es gibt's nicht. Ich bin jetzt so auch. Er ist zum 7. Mal Lewis Hamilton. Ja, das ist richtig. Damit gehst du auch auf 8 und es ist wieder Gleichstand. Die nächste Frage. Welcher Sprinter ist 11-facher Rekord? Oh. Palina? Oh, bist du schnell. Oh. Usain Bolt. Das ist richtig. Boah, bist du schnell, ey. Ich hab mal kurz Usain Bolt gechannelt, sorry. Hier die nächste Frage. Wo sollen die nächsten Olympischen Spiele stattfinden? Schon wieder. Tokio? Tokio ist richtig. Ja! Yeah! Ist ja irre. Wow, der weiß was. Ich bin nicht blöd. Die letzte Frage. Ich bin nicht blöd. Klaas freut sich schon, es geht um Fußball. Oh. The Special One nennt man den portugiesischen Fußballtrainer José
Mourinho. Das war richtig, Elias. Mourinho heißt der Mann. Du bist bei 13 nachdem Punkten. Nachdem ich letzte Woche dachte, dass in Brasilien Spanisch gesprochen wird. Du musst schneller buzzern. Ja, ich kann nicht schneller buzzern. Wenn er schon gebuzzert hat, wie soll ich denn dann noch schneller buzzern? Er hat sehr schnell gebuzzert. Nicht streiten jetzt, Jungs. Komm, ich mach dir einen Drink und dann bist du für heute raus aus der Nummer. Ich möchte auch noch einen, bitte. Bist du sicher? Der war sehr lecker. Der war lecker, ja. Du führst aber. Bring das nicht in Gefahr. Ich mach euch beiden. Komm, kommt mal mit an die Bar. Kommt jetzt noch eine Frage oder nicht? Ich bin gerade sehr angespannt. Nee, kommt keine Frage mehr. Okay. Denn das hat er gerade Bar Sport gesagt? Oder Sport.